Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch mal wieder was basteln und zwar mit dieser Stanze vom Action. Ich habe sie ganz ehrlich noch wirklich kaum benutzt. Ich habe nur einmal dieses Quadrat benutzt für eine von diesen Boxen, die ich mal gemacht habe. Die Videos findet ihr auch mal im Verlauf. Da hatte ich irgendwie so eine Männerbox gebastelt, dafür waren die echt klasse. Und jetzt möchte ich mit diesem Teil was machen. Und was wir daraus machen, ja, ich würde sagen, lasst euch überraschen und bleibt einfach dran. Und dann werdet ihr sehen, was wir daraus zaubern. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist einmal Coloring-Papier. Wie heißt das? Das habe ich hier von Action genommen, von dem Block. Nehmen wir diese Metallic-Farbe und, nee, Quatsch, diese und diese. Und die beiden Farben werde ich mir jetzt einmal auf den Hintergrund auftragen. So, ich habe das mal ausgepackt. Die Zeit kann ich euch ja nehmen, sozusagen. Es ist ja langweilig, mir dazu beizuzugucken. Und dann werde ich jetzt einfach die Farbe nehmen. Und ich hoffe, wenn das in meinem Kopf alles so. Also in meinem Kopf sieht es aus. Was sagte eine von euch Mädels heute? Ach Mensch, ich hab's vergessen. Der Spruch war wirklich so witzig. Ich wollte ihn mir merken. Ich hab's vergessen. Fällt mir aber bestimmt noch wieder ein. So, einfach die Farben ein bisschen auftragen. Und zwar so, wo ist die Stanze jetzt hin? Dass es auf jeden Fall passt. Ein bisschen mehr noch. Und das gleiche machen wir gleich nochmal mit dieser anderen Farbe. Das mache ich einfach an dem Stück hier unter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe es fertig. Ich habe das Wort nachgegoogelt. Liebe Katja, danke nochmal. Es ist Gehirnfasching. Witzig. Habe ich vorher noch nicht gehört. So, das habe ich jetzt eingepinselt. Und zwar so, dass es wirklich die Größe hat, dass wir das auf jeden Fall ausstanzen können. Das lasse ich jetzt eben einmal trocknen. Räume hier ein bisschen auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin, habe ich mir das jetzt trocken geföhnt. Und jetzt werde ich das einmal hier mittig aus beiden Farben ausstanzen, das Stück nicht wegschmeißen. Das ist hier auch noch von diesem Action Coloring Paper. Das können wir noch benutzen. Aber hier einmal mittig ausstanzen. So, meine Lieben, wenn ihr das gemacht habt, dann sieht das ungefähr so aus. Die noch nicht wegschmeißen. Und dann habe ich mir noch so einen Bogen genommen aus dem Action Wasser Color Papier und den schneide ich mir einmal zurecht für den Kartenrolling. Also der muss jetzt die Maße haben 13,85 mal 9,5 und den werde ich mir gleich nochmal bearbeiten. Und zwar schneide ich ihn erstmal einmal zurecht auf 13,85. So, mal 9,5. Und aus einer Hälfte bekommt man zwei und die brauchen wir nämlich auch. Den Streifen bloß nicht wegschmeißen, kann man noch einen schönen Spruch drauf stempeln. Vielleicht machen wir das sogar aus diesem Stück Papier. Auch aufbewahren. So, und der kann erstmal weg. Jetzt nehmt ihr euch euren Kartenaufleger, auch aus diesem Wasserfarben-Action-Papier, und dann stanzt ihr euch das einmal aus. Achtet darauf, dass das gerade ist oder je nachdem, wie ihr euer Muster dann halt haben wollt. Wenn ihr es natürlich schräg haben wollt, geht das auch. Ja, so wie euch das am liebsten ist. Und dann jagt ihr beides einmal durch die Stanzmaschine und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, meine Lieben, ich habe das jetzt eben ausgestanzt. Ich wollte nur noch mal anmerken, dieses Wasserfarbenpapier da von Action, das hat eine raue Seite. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Aber das kennt ihr ja sicherlich. Also es hat einmal so eine grobe Seite. Ah, jetzt seht ihr das. Und auf der anderen Seite ist sie fein. Ich habe jetzt diese feine Seite genommen, dass die oben ist. Ich nutze meistens die feine Seite, weil wenn ihr jetzt Stempelabdrücke benutzt oder Stempelabdrücke macht und die auskoloriert, dann ist es halt eine glatte Fläche. Nur als kleiner Tipp. Ich habe mir es auch extra in dieses Papier oben reingeschrieben, dass man die Rückseite benutzt. Für den Hintergrund ist das tatsächlich egal. Das finde ich gar nicht schlimm. Und jetzt werden wir uns das gleich ein bisschen zusammensetzen. Und das hier wird wahrscheinlich unser Hintergrund werden. Also der Rahmen für diese Karte. Mach das mal so. Dieser Rahmen für die Karte draußen rum. Also es ist ja ein bisschen größer. Und dann kann man sich das nämlich mit verschiedenen Farben einmal zusammensetzen. Dann könnte man hier noch einen rosanen reinsetzen. Mit den weißen habe ich noch was anderes vor. Das werde ich euch gleich wahrscheinlich noch mal zeigen. Da möchte ich gerne was raufstempeln, wahrscheinlich eher in die kleinen und die kolorieren. Und das gleiche kann man hier auch machen. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen gefuscht. Hier muss ich wohl noch mal nacharbeiten mit der Farbe, dass das in den Hintergrund kommt. Und dann kann man das nämlich versetzt so ein bisschen reinsetzen, überall so ein bisschen mit Farbe. Da muss man mal ein bisschen sich hinbasteln, was man da so hat. Ja, und dann würde ich sagen, ich werde jetzt noch ein bisschen die kleinen Fenster mit Stempeln. Ich habe mir hier mal so eine, fragt mich nicht, wo ich die hier habe. Es ist auch alles durcheinander bei mir, weil ich das mal nach Blumen sortiert habe und nach Schriften. Und das hat bei mir eine bestimmte Farbe, genauso wie dann Magnete hinten dran. Hier werde ich mir die Blumen und die Blüten raufstempeln auf die kleinen Stückchen. Muss natürlich darauf achten, dass es dann nachher auch ja richtig rumliegt. Also ja, einmal nochmal drauf achten. Oder ich nehme vielleicht die Blüten, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Fand ich aber sehr schick. Und das werde ich jetzt nochmal eben machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Lieben, nur noch mal so zur Info. Ich habe hier noch mal ganz kurz nachgearbeitet. Das kann jetzt alles trocknen. Und ich habe hier schon auf diesen Rahmen Sprenkel drauf gemacht. Das gleiche werde ich noch mal in diesem Rosaton auf diesen Rahmen machen. Und dann kümmere ich mich tatsächlich um die anderen Kleinteile. Also dann sehen wir uns gleich wieder. Und das kann schon mal trocknen. So, meine Lieben, also noch mal kurz zurück. Ich hatte noch mal einen kleinen Denkfehler. Ich hatte ja diese vier ausgestanzten Teile. Das und die. Und dann fiel mir ein, ja doof, ich brauche ja noch zwei für den Hintergrund. Also habe ich nochmal einen weißen Farbkarton gemacht, einfach nur Sprenkel rauf. Da kommen dann die weißen rauf und die mit den gesprenkelten, wo dann die farblichen reinkommen. Da kommt diese, das wird einfach darauf gesetzt und diese Karten werden dann einfach auf den Hintergrund gesetzt, den ich nochmal schnell gemacht habe. Ja, das trocknet jetzt nochmal vor sich hin, auch hier das mit den Punkten und dann setzen wir das gleich zusammen und dann haben wir aus vier Stanzteilen vier Karten gemacht. Ich habe hier tatsächlich diese kleinen Blümchen genommen, habe die einfach mit Schwarz auf dieses Aquarellpapier raufgestempelt und auch mit der mit dieser Metallic-Farbe, also diese, ausgemalt. Und hier natürlich in rosa oder was auch immer das ist. Das ist gar nicht so genau. Mint Light Green, was für mich lila ist. Aber gut, habe ich gemacht. Und ja, ich würde sagen, das trocknet jetzt einmal vor sich hin. Und dann setzen wir uns das Ganze einmal zusammen. So, meine Lieben, ich habe ein bisschen aufgeräumt und gewartet. Und ich denke, jetzt wird es trocken sein. Ihr nehmt euch einfach euren Kartenrolling und setzt das einfach so zusammen, wie ihr das gerne hättet. Ich werde jetzt hier auf den Blanko-Kartenrolling einmal den lilanen Hintergrund, ich sag mal das Lila, werde mir das Gepunktete darauf nehmen. Und dann werde ich mir diesen Rahmen darauf setzen und die Teile dort einsetzen.
obwohl das so auch schon ganz schick aussieht. Jo, das gleiche werde ich dann auch mit dieser Karte machen. Finde, das sieht auch schon echt toll aus. Ja, und das andere werde ich mir dann auch gleich hier einfach zusammensetzen. Gut, ich werde das mal eben alles bekleben und dann würde ich sagen, sehen wir uns für die Abschlussarbeit gleich einmal wieder. So, meine Lieben, jetzt haben wir hier vier Karten. Die beiden sind auf jeden Fall festgeklebt. Das ist auch alles fest und ich finde, die sehen echt gut aus, so wie sie sind. Das ist hier bei der genauso. Ich finde auch, das sieht echt gut aus, weil das alles Ton in Ton ist. Und bei den beiden bin ich mir noch echt unschlüssig, weil man könnte es so lassen oder mit dem Innenleben oder auch dieses rausnehmen. Und da bin ich mir noch unschlüssig. Finde ich auch sehr schick. Ja, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen mit mir kämpfen, wie ich das mache. Aber das sind jetzt die Karten für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich hier noch gerne einen Spruch, kommt hier noch rüber. Ich weiß den Anlass noch nicht, deswegen lasse ich das erstmal. Ob dann für einen Geburtstag oder für ein Dankeschön. Man kann ja alles Mögliche mit Blumen immer machen. Das lasse ich mir noch offen. Und ja, ob ich die Karten jetzt so lasse oder ob ich das dann doch wieder hier reinlege, lasse ich mir tatsächlich auch noch offen, weil das gefällt mir beides und es ist echt schwierig. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr hier gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Das finde ich, sieht ein bisschen schlichter aus. Man könnte die Schablone auch übrigens richtig gut als Schüttelkarte verwenden. Werde ich vielleicht auch noch mal ein Video von machen. Aber ja, das ist das jetzt von heute. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob wir das lieber schlicht lassen oder doch die Elemente reinsetzen. Da bin ich echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, und das war die Kartenidee von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.